Hallöchen, herzlich willkommen, neue Folge Tomb Raider, Rise of a Tomb Raider. Und wir sammeln jetzt oder schauen jetzt auf die Echos der Vergangenheit. Wir labern auch nicht ganz groß rum, sondern gehen direkt ins Spiel. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich bin gespannt, was hier noch alles passiert. Da liegt ein Kistchen. Okay, das Kistchen ist nix. Schade. Ich brauche einen Verband. Ich brauche einen Verband. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was tat Trinity da unten? Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. An den Bärenjuden. Falsch. So. Dokumente, Relikte, Ressourcen. Ach, wir können ja, glaube ich, nur an diesen... Stimmt, wir können ja nur an den Lagern selber, ich glaube, uns verbessern und verschlechtern. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's denn hier lang? Da lang. Okay. Okay. Ich muss an dem Bären vorbei. Sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Pilze werden zur Herstellung von Giftpfeilen. Finden Sie Pilze für das Giftpfeil-Upgrade. Ja. Und ab die Post. Sieht doch schon mal schön aus. Hier nochmal ein kleines Kistchen. Bergungsgut. Und dann können wir hier nochmal. So. Diese Buchstaben sehen. Giftpfeile. Ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Das heißt, wir müssen, glaube ich, zurück zu unserem Lager. Na, mal auf. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Okay. Pilze. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Pfeile sind gut. Was haben wir denn hier im Höhlchen? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des... Das lesen wir jetzt nicht, Leute, sorry. So, ab zum Camp. Und dann graden wir uns mal ein bisschen ab und werten uns mal ein bisschen auf. Und dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar die ersten Giftpfeile. Dass wir uns auch gegen den Bären wehren können. Lauf, Lara. Sehr schön.
Ja, gut. Ja, bleib doch mal sitzen da. Ja, Hase. Hase. Hasi. Hasi. Ein Stückchen Tee. So, Giftpfeile, Munition, geräuschlose Pfeile, Giftpfeile, voll, 3 Pilzchen, so, Ausrüstung, Jägerköcher, Kosten, ein Leder, Pistolen, Munitionsbeutel. Okay. Was haben wir noch? Waffen. Bogen. Griffumwicklung. Gewickelte Sehne. Haltezeit. Zielgeschwindigkeit. Okay. Warum genau Upgrades verfügbar? Warum ist das jetzt genau, dass er mir das anzeigt? Ja, ich sehe, dass die Upgrades verfügbar sind, aber mir fehlen Schrauben etc. Fähigkeiten. Kämpfer, Jäger, Überlebender, Kämpfer. Dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss. Pfeile wiederfinden. Jawohl. So. Schnelle Reise. Okay. Muss mich ausholen. Oh, so kalt. So müde. Dann ruh dich mal aus. Vielleicht haben wir da mal tags. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan habe? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Na los, wir haben sie. Schnappt sie euch! Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over.
Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. Verstanden. Uiuiuiui. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das Vermisste. Klack. So einfach ist das. Hoch, ne? Schade. Das heißt, ich muss da lang gehen. Ach, hier kann ich mal eben ein bisschen Holz sammeln. Für ein paar Bögen. Habe ich jetzt die Taste vergessen oder wie schleiche ich nochmal? Beziehungsweise... Okay. Shit. Komm zu Papa. Volltreffer. Jawohl. Oh. Klemm dich ans Funk. Oh. Okay. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Snaggity Snack. Snack Snack. Generatoren. Was mit den Generatoren? Achso, da kann man ein wenig Schabernack mittreiben. Den hatte ich schon. So, dann gehen wir weiter. Da hinten liegt was im Boden. Blinkt. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Jetzt wollen wir... Aha. Aha. Muss da auch.
Komm, Bärchen, Bärchen, Bärchen. Verdammt, er ist noch da. Bärchen ist noch da. Besiege den Bären. Wo ist denn das Schätzchen? Der Schatzelbär. Natürlich hier drin. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Okay. Ich locke ihn raus, jawohl. Okay, es ist nicht einfach. Ach, nach hierhin verfolgt er mich nicht. Okay. Wow, jetzt müssen wir jetzt mal hier umschauen. Gibt es hier einen Plan? Was ist hier? Giftpfeile sind voll. Giftpfeile sind voll. Okay. Giftpfeile sind voll. Sag mal. Sag mal. Heilung ist gerade schlecht, glaube ich. Da ist nochmal ein Kistchen. Was haben wir hier? Schrauben. Schrauben drehen, Muttern drehen.
Na, es geht doch. Es geht doch. Es geht doch. So. So, Bärchen. Mach mal klein. Gucken wir jetzt mal, was in der Höhle hier ist. Was? Ah, Pilzchen. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt, mich mal umzuschauen hier. Ohne Bärchen. Zack. Da geht's gleich raus. Okay. Also raus aus dem Bunker hier. Scheiße, das wird echt kalt. Scheiße, das wird nicht nur kalt. Scheiße, das ist kalt, würde ich sagen, da hinten. Schönes Kastel. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Sehr geil. Was haben wir denn hier für ein Räumchen? Ah! Verstecktes Kistchen. Eine Peiße. Eine Peiße. Fähigkeiten. Überlebender. Ja, ich würde sagen Kämpfer. Eisenhaut. Sie erheben weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Setzen Sie beim Ausweichen Feinden und Rüstungen durch zeitlich abgepasste Drücken von Y außer Gefecht. Jawohl. Waffen. Was haben wir hier? Gewickelte Sehne. Eine höhere Haltezeit. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in den Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Ich würde sagen, wir nehmen das. Und das alles. Sehr gut. Warte mal. Wir können auch hier noch ein bisschen... Genau, wir passen uns mal ein bisschen der Wildnis an hier.
Eine byzantinische Kriegsgaleere. Oh. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das sieht schön aus. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Also ich würde ja sagen, bevor wir hier jetzt weitermachen, wir haben schon die 25 Minuten geknackt, machen wir hier Schluss und den Rest gibt es in der nächsten Episode. Super geil wieder gewesen, viel Action drin gewesen mit dem Bären. Jetzt diese ganze Höhlen, guck mal, wie das hier leuchtet und mir macht das Spiel tierisch Spaß. Euch auch? Schreibt es in die Kommentare, schreibt gebt einen Daumen hoch, schreibt ein Like, schreibt, macht ein Abo. Tobt euch einfach aus. Ich quatsch wieder dummes Zeug. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis dahin Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, euer Kai.